So, wir haben hier nämlich eine kleine Garage nebendran. Wo hier? Oh, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, das Ding. Wir essen einfach das Ding. Weg. Schnell weg. Achso, das ist übrigens unser Inventar. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, jetzt zwischendurch kurz. Noch gar nicht erklärt. Hier unten sind unsere ganzen Stats: Hunger, Durst, Gesundheit, etc. Alles Mögliche, ob uns kalt ist und so weiter. Hier oben haben wir die Uhrzeit, die Temperatur. About few months to winter. Es ist, in ein paar Monaten ist Winter, aber ich glaube, der Winter, berichtigt mich gerne, falls ihr es besser wisst, den gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Also, es soll wohl dann wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, wenn es hier steht, irgendwann den Winter geben, aber ich glaube, aktuell ist der noch gar nicht im Spiel implementiert, aber ist ja nicht so schlimm. So, hier drüben haben wir so ein Basis-Crafting-Menü. Hier unten sind, wie gesagt, die Seile, für die wir so mega viele Blätter brauchen. Deswegen müssen wir unbedingt ganz viele Blätter sammeln. Und hier ist halt alles so, was wir so im Inventar her craften können. Hier können wir zum Beispiel später Fleisch zum Trocknen aufhängen. Hier gibt es Pfeile, hier gibt es einen Schlafsack und Bandage. Und deswegen ist Bandage sehr wichtig, dass wir den auf jeden Fall mitnehmen. Wir brauchen nämlich zwei Flaschen Schnaps, um die herzustellen. Das ist, ja, das dauert Ewigkeiten. Und hier hinten haben wir, oh, das ist neu. Chemikalien sind, glaube ich, neu. Beziehungsweise hier oben Sulfat- und Salpeterpuder. Powder, das ist neu, glaube ich. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Ich glaube, das ist echt neu. Genau, das hier ist übrigens eine Feuertonne. Die können wir mit Benzin anzünden. Also wir können da ein bisschen Benzin reinschütten, dann können wir das anzünden. Und dann haben wir eine kleine Lichtquelle. Genau. So, Electronical Parts, ja. Wood Scrap. Komponenten, Wood. Komponenten würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Ah, guck mal, ich kann den Riegel hier unten reinpacken. Dann haben wir genug Platz. So, und jetzt gehen wir mal in besagtes Haus. Genau, das können wir auch ganz normal besiedeln. Ich kann euch mal hier das zeigen. Hier können wir nämlich zum Beispiel den ersten und den zweiten Flur uns angucken. Hier unten im ersten Flur können wir einfach nur Sachen rein craften, reinbauen. Und im zweiten Flur können wir hier die Räume nämlich den NPCs zuweisen. Aber wie gesagt, solange wir keine NPCs haben, brauchen wir, glaube ich, auch hier das große Häuschen nicht besiedeln. Ja, hier drüben ist eine Küche schon drin. Das ist halt ganz geil, weil hier sind echt viele Schränke, wo irgendwas drin sein könnte, ist aber nichts drin irgendwie. Hoppala. Allerdings, hier sind zwei Zucker, die können wir aber erstmal drinnen lassen. Die brauchen wir jetzt eh erstmal nicht. Die brauchen wir dann, um Schnaps zu brennen. Ja, Hammer. Cola. Wir trinken die einfach mal direkt. Zack. Was weg ist, ist weg. Ist auch unser Durst wieder voll. So, hier sind noch ein paar. Ja, noch mehr Zucker. Was ist für eine ungesunde Behausung hier? Alles voll mit Zucker. Noch ein Combat Knife drin. Ja, aber wir haben gerade eins. Hier hinten geht's jetzt hier. Nee, schade. Ich hatte die Hoffnung, dass hier unten die Kellertür jetzt irgendwann mal geöffnet wird, aber vielleicht kommt es später noch. So, und hier oben im ersten Stock sind hier jetzt nämlich einfach diese leeren Räume, wo dann später unsere NPC-Freunde drin wohnen können. So. Genau so sieht es nämlich aus. Und hier drüben ist sogar schon ein Bettchen, das wir dann gar nicht craften müssen. Jetzt überlege ich gerade tatsächlich, ob wir nicht doch hierher ziehen sollten, wegen besagtem Bett, weil wir können ja mal hier im Baumenü zusammen durchgucken. Die sind, glaube ich, hier hinten. Genau, hier, das ist nämlich hier so ein klassisches Bett steht hier nämlich. Oder das? Oder ein modernes? Ich muss mal gucken gehen. Nee, ein Woodenbett ist es. Okay, entschuldigt. Es ist das so Woodenbett hier drüben. Bodenbett, wobei das gar nicht aussieht wie das. Sieht eher aus wie das hier. Oder wie das? Sieht aus wie das hier. Und wenn ihr jetzt mal hier reinschaut, was wir dafür alles brauchen, wäre es vielleicht tatsächlich doch gar nicht so verkehrt, das Haus hier wieder zu beziehen. Also wieder. Für euch ist es ja nicht wieder, für mich ist es wieder. Aber eigentlich wollte ich jetzt nicht schon wieder im selben Haus wohnen. Wir können natürlich, es soll ja ein paar neue, naja, neue Begebenheiten, neue Orte geben jetzt hier freigeschaltet. Wir könnten uns natürlich auch einfach was ganz anderes suchen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn es jetzt wirklich eine neue Umgebung gibt, wäre das ja gar nicht so verkehrt, sich da vielleicht mal dann noch umzugucken. So. Wir können ja erstmal hier noch ein Stück hier hochlaufen. Genau, Hunger haben wir in Mühe, aber das ist noch nicht so schlimm. Worauf wir aufpassen müssen, ist, dass wir jetzt hier nicht direkt in irgendeinen Bären reinlatschen.
Da bin ich nämlich auch Champion drin. Ja, einfach einem Bären direkt in die Klauen zu laufen. Entschuldigt. So, was haben wir hier? Gar nichts. Diese Autos heutzutage, hier ist einfach nichts drin. Hier ist ein bisschen was drin. Ja, ein paar Metal Scraps. Nee, Quatsch. Components. Ein paar Komponenten. Ich mach das jetzt mal so. Ein Motor. Das ist ja schon mal ganz nett. Machen wir mal so. Nee, meint. So. Und so. Ja, das braucht 20 Minuten. Hier im Game 20 Minuten. Um ausgebaut zu werden. Aber das machen wir mal. Und ansonsten laufen wir jetzt erstmal hier wieder ein Stück. Gucken uns hier ein bisschen um. Hier drüben ist noch ein Häuschen. Aber das ist auch nur ein kleines. Aber da drüben können wir dann gleich mal gucken gehen. Da hat es wieder kurz geruckelt. Hallo, guten Tag. Oh, hier sind auch ein paar Komponenten. Das... Soll mir das sagen, dass ich das hier abbauen kann? Dass da was Tolles dahinter ist? Ich bin mir nicht so sicher. So, wir haben hier ein Combat Knife. Ein Hammer, eine Axt. Ein... Ja, entschuldigt, ich wusste, dass der Rucksack hier ist. Deswegen bin ich hierher gelaufen. Beziehungsweise, was heißt, ich wusste es. Ich hatte die Hoffnung, dass der Rucksack hier noch ist, weil der hat 3 Slots, die freigeschaltet werden. Und wie ihr gerade gesehen habt, haben wir jetzt ein Problem, weil hier kommt der Nebel. Ich würde sagen, wir können versuchen, wieder nach Hause zu gehen. Wir rüsten mal das Messer aus. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem besagter Nebel kommt. Mit Nebel kommen auch Kreaturen, auch das hatte ich ja schon erwähnt. Allerdings bin ich jetzt etwas vorsichtiger wie in meinem alten Savegame, denn ich weiß noch nicht genau, was jetzt hier auf uns zukommt. Wie gesagt, es soll ein paar Neuerungen geben. Es kann sein, dass die KI jetzt ein bisschen aggressiver ist. Also in meinem alten Savegame war das so, kann ich ja mal sagen, dass die, ja, die KI war relativ trottelig, sage ich mal so. Also du konntest dich wirklich auf Zentimeter genau hinter denen anschleichen, die einfach umnieden. Und dann hatte sich der Lack auch schon ganz gut. Ich habe jetzt natürlich genau jetzt den Faden verloren, wo wir hin müssen. Da drüben ist das große weiße Haus. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Stück weiterlaufen. Aktuell sehe ich noch keinen, aber das heißt nichts. Hören Bären. Ich höre einen Bären. So hört sich das übrigens an, wenn man von einem Bären angegriffen wird. Der da drüben ist und da kommt auch schon ein Freund und ich glaube, wir müssen rennen. Ein bisschen zickzack. Hier ist, glaube ich, der See. Wenn ich es richtig sehe. Aha. Wenn ich es richtig sehe, ist hier der See. Ich glaube, hinter uns ist ein Freund. Was nicht sonderlich gut ist. Da vorne ist aber ein Auto. Wir könnten in das Auto einsteigen. Weil der zerlegt uns sonst die Bude. F. Hi! Das ist schlecht. Und neu, dass er das Auto angreift. Hi. Das ist übrigens unser neuer Freund. Jetzt können wir ihn mal in Ruhe von Nahem betrachten. Ja, es ist auf jeden Fall neu, dass die Freunde das Auto angreifen. Das war in meiner alten Version noch nicht damals. Das war auf jeden Fall knapp. Ich weiß, dass sie die Häuser angreifen und da versuchen, durch die Scheiben, oder die Fenster einzuschlagen oder die Blockaden runterzureißen und dann reinzukommen. Das weiß ich schon. Dass das jetzt hier passiert, ist tatsächlich neu. Aber naja, gut. Wir beobachten ihn einfach mal kurz und schauen, was passiert. Beziehungsweise warten den Nebel einfach ab. Was anderes bleibt uns erstmal noch nicht übrig, weil wir sind echt noch nicht stark genug, um uns jetzt mit dem anzulegen. Und ich glaube, der Nebel geht auch langsam weg. Ja, guck mal, der Nebel geht jetzt so langsam wieder weg. Was in der letzten Version noch hieß, dass der junge Mann jetzt hier gleich umfallen wird. Ja. Und sich ins Nichts auflösen wird, hoffe ich. Bitte, danke. Zumindest ist das, wie gesagt, bisher passiert. Kann natürlich sein, dass die jetzt am Leben bleiben und ihre Fährte nicht aufgeben. Da vorne rennt noch ein Freund rum. Da könnt ihr ihn sehen. Da läuft er gerade zu dem Haus. Hey, geh doch mal weg. Wie wär's? Hau ab. Nein, bitte. Das Ding ist, man kommt halt, wenn man im Auto sitzt, ich hämmer jetzt hier gerade wie wild auf I, also für Inventar, man kommt nicht ins Inventar. Sprich, wenn ich jetzt hier in dem Auto sitze
und mich 8, 9, 15 Stunden lang verstecke, könnte es passieren, dass ich verdurste. Und meine Füße nicht mehr finde. Ja. So ist das. Da hinten trottet er immer noch weiter. Und irgendwie hört der Nebel nicht auf. Ich meine, es ist der Sinn der Sache. Darum geht es in dem Spiel. Ich hätte es halt gerne noch bis zum Haus geschafft. Dann hätten wir ein bisschen heimlich ein bisschen rumcraften können. Bis der Nebel weg ist. Aber so müssen wir jetzt hier echt im Auto warten. Oder wir machen mal Folgendes. Ich save mal das Game. Und habe mir damit jetzt hoffentlich keine Patt-Situation geschaffen. Und geh mal aus dem Auto raus. Stirb. Und versuche einfach mal. Okay, sie sind auf jeden Fall härter im Nehmen als vorher. Ja. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt angelangt, in dem wir entweder uns wiederbeleben lassen können in unserem Haus. Oder wir klicken einfach so ganz keck auf Quit Game, warten kurz und laden einfach nochmal das Spiel neu. Ja, kein Kommentar. Also sie halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, muss ich sagen. Oder ich habe jetzt einfach schlecht getroffen, weil ich es lange nicht gespielt habe. Das könnte auch sein. In den letzten Versuchen, die ich hatte, da ging es eigentlich relativ easy mit dem Combat Knife. Wie gesagt, ich habe die Patchnotes nicht gelesen. Wenn ich jetzt einen Moment aufgenommen habe und ein paar Folgen produziert habe, werde ich vielleicht nochmal in die Patchnotes reinlesen. Ich wollte mich halt nicht spoilern, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man dann so genau weiß, worauf man sich einlässt. Genau, jetzt sind wir wieder hier im Hauptmenü, können hier oben auf Continue klicken und dann lädt es uns wieder ein. Und theoretisch müssten wir jetzt wieder im Auto sitzen. So viel zur Theorie, ich hoffe, das funktioniert. Aber ich denke, das wird schon so klappen. Ja, ansonsten, ja. Ich mag Survival, auch wenn man da immer mal drauf geht. Und ich muss ganz dringend in The Forest reingucken und mal die Story mir anschauen. Denn es hat mir vorher eigentlich ganz gut gefallen und ich mochte The Forest auch, bis halt, wie eben oder vorhin, letzte Folge war noch immer, schon mal erwähnt, ja, dass dann alles so mutantisch wurde und so übertrieben wurde. Ja, aber vielleicht gehen wir das einfach mal nach Green Hell an und gucken das mal zusammen mit dem lieben Korish an. Ich glaube, der hatte auch noch keine Zeit, sich da mal näher reinzufuddeln. Ich kann mich nämlich... Oh, hallo. Bist du noch da? Er ist weg. Und unsere Texturen sind auch alle weg. Ah, jetzt kommst du langsam wieder. Unser neuer Freund wurde irgendwie entfernt. Da vorne läuft, schlurft jemand rum. Aber hier ist niemand mehr. Ist das jetzt gut oder schlecht? Komm. Er ist weg. Er ist auf jeden Fall weg. Okay. Das wäre auch eine Möglichkeit, sich die Viecher vom Hals zu schaffen. Wir gehen jetzt einfach mal schnell in unser Haus. Und sind erstmal in Sicherheit. Zumindest für eine kleine Weile. Ich gehe mal hier hin. Wo ist das hier? Ne, das ist die Treppe. Hört draußen ein bisschen die Hühner borken. Bock, 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 bock. Ja, und jetzt fängt es schon an, hier alles ein bisschen eng zu werden. Ich sortiere mal Essen raus und Getränkedosen raus und tue dafür mal hier so diese Komponenten und Metal Scraps und sowas rein und tu mal das Essen hier drüben in den Schrank, vielleicht ganz oben. Kann ich mir bestimmt nicht merken. Das nächste Mal, wenn wir davon was brauchen, suchen wir es sowieso. Ja, ich bin ein Optimist, aber ich kenne mich auch gut. Ja, den Riegel können wir mal hier lassen. Können wir das irgendwie... Können wir das umfüllen? Können wir das... drink a little? Nee, dann lassen wir die Flasche mal hier. Und hiervon können wir mal... Geht das? Das ist total doof, dass es hier unten nicht geht. Ein Schlückchen trinken. So. Und den Riegel können wir auch da unten nicht essen, sondern müssen ihn hier oben hin tun zum Essen. Oder um ihn zu droppen. Ich bin so doof. Eat. Warum ist Eat unten und Drop oben drüber? Das macht total keinen Sinn. So. Inzwischen ist der Nebel dahin. Da draußen ist ein Huhn übrigens. Ja, es gibt auch Hühner. Man kann auch irgendwie Hühner fangen. Und es gibt einen Hühnerstall. Ich hatte in dem letzten Spiel den Hühnerstall und konnte irgendwie dann keinen Huhn fangen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe immer nur... Ich glaube, das ist aber einfach noch nicht ins Game implementiert. Ich habe zwar... das Symbol gehabt, dass ich ein Huhn gefangen habe. Sah auch aus wie ein Huhn.
Aber vom Text her stand dran, dass ich ein Kaninchen gefangen habe und dementsprechend konnte ich auch nur damit agieren. Also als wäre es ein Kaninchen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war ein bisschen doof. Aber ja, passiert. Wie gesagt, Early Access, da kann man nicht zu viel erwarten. Aber von diesem Spiel, ich sag's gleich, kann man tatsächlich mehr erwarten, als man denkt. Denn das Spiel ist super. Und ich empfehle auch jedem, der Survival mag, sich unbedingt dieses Game anzugucken. Oh, cool. Denn das Spiel ist super. Hab ich gerade gesagt, aber das Spiel ist wirklich super. Ich bin sehr, sehr begeistert dafür, dass es erst so früh in der Early Access Phase ist, wie viel hier tatsächlich schon drin ist. Das erfreut mich immer wieder sehr. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. So, wir fällen jetzt mal so einen Baum. Denn wir brauchen dann gleich bestimmt ein bisschen Holz. Und dann zeige ich euch gleich was, was auch noch ziemlich cool ist. Man kann nämlich mit Baumrinde craften, beziehungsweise man braucht Baumrinde zum Craften. Gucken, hier liegt auch schon ein bisschen. Und wenn man einen Baum fällt, kriegt man nur ein bisschen Baumrinde. Also nur ein kleines bisschen. So, wenn man aber mehr Baumrinde braucht, so wie wir werden mit Sicherheit mehr Baumrinde brauchen, kann man das auch einfach mit dem Messer abtragen, was total logisch ist eigentlich. Aber ich sage gleich, das braucht Ewigkeiten, bis man das rausgefunden hat. Ich habe irgendwann, ich glaube nach der ersten Runde, die ich das gespielt habe, mich tierisch darüber aufgeregt, dass es halt nicht geht. Und der liebe Korrish hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, obwohl ich hier die Survival-Expertin bin, aber irgendwie sieht man dann den Wald manchmal, upsala, vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann habe ich mich halt, wie gesagt, tierisch darüber aufgeregt, dass man den halben Wald abroden muss für so drei, vier Stückchen von der Baumrinde. Und dann meinte der Coach so, ja, hau doch einfach mal mit einem, kann man das nicht mit einem Messer abschneiden oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Und ja, tatsächlich, wie ihr gerade gesehen habt, Ring, Ding, Ding, funktioniert das super. Ja, kein Kommentar. So, wir gucken jetzt mal, ob hier im Baumenü irgendwas Neues ist. Wir haben hier Basic Fire, Campfire, wir haben hier diese kleine Fackel und das Fass, das gab es auch alles vorher schon. Dann haben wir hier das Drying Rack, wo wir Sachen draufhängen können, also Fleisch draufhängen können und so zum Trocknen. Einen Kochtopf und so einen kleinen Grill. Dann können wir hier Wasser mit abkochen. Hier gibt es einen Generator und einen Mülleimer, wo wir Sachen wegschmeißen können. Hier auf diesem Rack können wir Leder trocknen. Dann haben wir hier die Werkbank, die Schmiede. Wir haben eine Schneidemaschine oder eine Säge. Hier können wir Schnaps mit brennen. Hier unten können wir unsere Waffen und Zeugs reparieren. Hier haben wir einen Schmelzofen und eine Reloading Bench. Ich lese, glaube ich, neu die Reloading Bench. Ich glaube, die Reloading Bench ist neu. Da können wir Rüstung craften. Ja, die ist neu. Da brauchen wir nämlich hier Eisen und Kupfer für. Und das gab es vor dem letzten Update noch nicht. Also ist die Reloading Bench auf jeden Fall neu. Das haben wir schon gesehen. Die zwei Zäune gab es vorher auch schon. Dann gibt es hier neue Wände. Nee, gibt es nicht. Die sind nicht neu, die Wände. Die gab es vorher auch schon. Also so Zäune, Wände, wie auch immer. Dann gibt es hier diesen Chicken Coop, den besagten. Ja, da kann man halt Chicken einsperren, wenn man es geschafft hat, welche zu fangen. Es gibt Kühlschränke, Laternen. Oder hier Laternen und hier gibt es so Flutlichter. Die brauchen aber Strom. Und hier hinten haben wir dann noch die Betten. Hier sind ein paar Schränke. Dann haben wir hier Tische, ein paar Stühle. Oh, hier gibt es noch so einen Hocker. Weiß ich gar nicht, bei den Stühlen bin ich mir nicht sicher. Und hier unten haben wir noch so einen kleinen Dummy. Und hier hinten, das können wir nicht benutzen, keine Ahnung. So, die Falle müssen wir, glaube ich, erst irgendwie freischalten. Weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Und hier drüben, das haben wir ja auch schon durchgeklickt. Hier ist dann nochmal so unser kleines eigenes Crafting-Menü. So. Ich würde mich jetzt erstmal damit beschäftigen, hier ein Campfire zu errichten. Müssen wir nochmal überlegen, wo das Sinn macht. Vielleicht machen wir das mal hier hin. So, das Fenster. So. Dann haben wir hier unser Blueprint gesetzt, und müssen dann alles hier anschleppen. Das heißt, wir brauchen Zweige, wir brauchen Steine und dann können wir das hier zack, zack, zack alles platzieren. Wir hatten jetzt eigentlich nicht wirklich viel dabei. Habe ich hier oben nicht welche reingetan gerade? Ja, hier sind noch ein paar Zweige. Die können wir dann hier hinlegen. So. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Steine und ein paar Zweige. Und dann können wir das auch schon fertigstellen. Zack, zack, zack.
gibt es dann hier so eine kleine schicke Animation und dann steht hier unser Campfire. So. Und was ich jetzt ziemlich cool finde, wir haben jetzt hier den Kochtopf und wir haben diesen Grillaufsatz und das kann hier oben drauf montiert werden. Wie ihr seht, kann das hier drauf montiert werden. Wir können auch den Kochtopf, der könnte auch hier oben drauf. Wir könnten es hier noch ein bisschen drehen. So, den könnten wir jetzt hier draufstellen. Brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Nur so generell funktioniert das.